Ja, manchmal ist man motiviert, Sport zu treiben, aber man kriegt es trotzdem nicht hin. Und das Interessante ist, wie schaffe ich das, obwohl ich doch eigentlich Sport treiben will, obwohl ich sage, das bringt mir was und das hat einen Nutzen für mich, aber irgendwie raffe ich mich dann doch nicht auf oder bin zu müde oder andere Dinge sind wichtiger oder es ist einfach so schön, auf der Couch zu liegen und so weiter. Also was sind die Tricks eigentlich? Und aus der Sportpsychologie wissen wir aus vielen Studien, dass zumindest drei Sachen erstmal sehr weiter zu helfen scheinen. Das erste ist, dass ich tatsächlich in der richtigen Stimmungslage, in der richtigen Laune bin. Das heißt, ich muss mich also selbst in eine Situation bringen, wo ich sage, ja, jetzt habe ich Lust darauf. Ein Trick beispielsweise dafür ist, dass ich mir vorstelle, wie ich mich beim Sporttreiben fühle, hoffentlich sehr gut, oder wie ich mich danach fühle, wie ich stolz auf mich bin. Also in irgendeiner Weise positive Empfindungen heraushole aus mir, die mit dem Sporttreiben zusammenhängen. Oder dass ich mich selbst ein Stück weit auch auffordere und sage, komm, jetzt machst du das. Also mich selbst aktiviere, mich aufpushe. Das ist also eigentlich so ein Weg. Der zweite Weg ist, dass ich das sehr genau planen sollte, von vornherein, wann ich es mache und wie ich es mache. Das heißt also, ich sollte wissen, an welchen Tagen ich Sport treibe, am besten in welcher Uhrzeit und welcher Gelegenheit. Man weiß aus ganz vielen Studien, je genauer ich das plane, wie ich Sport treibe und wann ich Sport treibe, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es dann noch umsetze. Dass ich sage, so, du kommst um 5 Uhr nach Hause, setzt dich eine Viertelstunde hin, trinkst noch was, ziehst dich an, deine Sportschuhe und Schuhe und so weiter und dann geht's los. Also das Ausführen der Sportaktivität ziemlich genau vorhersehen. Und der dritte Weg ist vielleicht fast der beste, sich zu verabreden. Am besten mit jemandem, den ich mag, mit dem ich zusammen gerne Sport treibe. Denn es ist unheimlich schwer, jemanden alleine im Wald stehen zu lassen, wenn ich mich mit ihm verabredet habe oder vor dem Schwimmbad. Das heißt also, sich verabreden zu zweit oder zu dritt oder vielleicht in einer Gruppe, die ich gut kenne, Sport treiben. Das vorher auch zu sagen. Manchmal hilft es auch, wenn ich alleine Sport treibe, anderen zu sagen, übrigens morgen früh um 8 gehe ich. Also man nennt das also so eine soziale Selbstverpflichtung. Auch das kann helfen, dass ich mich selbst aufraffe. Also diese drei Sachen sind wichtig. Aktivieren, gute Stimmung, guter Plan und mit anderen zusammen Sport treiben.